Baseball Band! Jungs, diesen Trinkjoghurt habt ihr euch verdient. Ich hab ihn probiert, er schmeckt scheiße. Aber für unsere Band ist nicht schlecht genug. So, wir machen es uns jetzt ein bisschen gemütlich hier. Denn wir wollen euch jetzt mitnehmen in die Sun Studios. Nach Memphis, Tennessee. Wird eine längere Reise, also ich glaube, wir haben was zum Essen dabei. Noch viel weiter, weil müssen noch viel länger werden. Auf dem Boden sind, da stehen wir gleich im Weg. Wir müssen richtig eng noch weiter. Noch weiter. Sam. So. Sam lässt sich so schwer bewegen, das ist immer so ein bisschen ein Problem. Stefano hat es wirklich getrunken. Stefano! Ja, Stefano ist relativ neu bei uns, der macht noch alles, was wir sagen. Er kommt, by the way, kommt er von Italien. Because we are very international, you know. Stefano, Babbe de Bubudi. Ja, thank you. So, das war nur ein bisschen italienisch, wir haben kurz ein bisschen gebrochen. Wir wollten jetzt in die Sun Studios mit euch und damals, als wir dort waren, letzten Mai, haben wir uns einen Traum natürlich erfüllt, dort aufzunehmen, aber vor allem haben wir bis dahin ja eine goldene Regel gehabt, niemals Originale aus den 50ern aufnehmen. Ja, die Regel haben wir jetzt auch aufgegeben. Aber wir hatten auch mal die Regel, nimm niemals einen Italiener in die Band auf. Das haben wir ja auch versagt. Ja, aber einer muss uns ja leckere Pasta machen. Ja, richtig. Pasta. Pasta. Ja, und deswegen haben wir da in Memphis angefangen, das erste Mal einen originalen Song aufzunehmen. Ja, wer kennt denn die Sun Studios? Wer weiß denn, dass Elvis Presley seine erste Platte aufgenommen hat? Wir gehen immer so natürlich davon aus, dass alle Leute wissen, was die Sun-Studios sind. Also es ist kein Sonnenstudium eigentlich im Sinne, das müssen wir dazu sagen. Also man geht da nicht rein und kommt braun wieder oder rot. Orange meistens. Basti rot. Basti. Auf jeden Fall haben wir dort einen Song aufgenommen. Den singen wir jetzt gleich bei euch. Zu weinen gleich? Was meinst du? Das klang ein bisschen so, als würde ich weinen. Ja, das war ja auch toll. Da muss man ja echt sagen. Also 2007 haben wir uns in Berlin kennengelernt und den ersten Song, den wir... Ja, kriegst du dann mehr. Hast du jetzt wegen Berlin oder wegen 2007 gejubelt? Berlin! Den ersten Song, den wir gespielt haben. Nein, du bist von Italien. Und dann lieb in Berlin. Und dann lieb in Berlin. Und dann lieb in Berlin. Ja, das ist heute schon ein Applaus wert. Say hi to Berlin. Hallo. Ja, ja, ja. Da freuen sich drei Leute. So ein sexy Akzent. Sag mal, hi Leipzig. Hallo Leipzig. Plötzlich kannst du Deutsch? Aber bei dem Leipzig, da waren schon wieder einige Frauen so, ah süß, ich kann kein Deutsch. Auch das ist schon ein Applaus wert, Wahnsinn. Gut gemacht, Stefano. Auf jeden Fall haben wir diesen Song aufgenommen jetzt in Memphis, Tennessee. Und das war der erste Song, den wir harmonisch miteinander gesungen haben. Was für einen Job willst du? Ich frage mich, warum er das Shirt überhaupt hat. Du möchtest das Shirt von ihm haben? Du wolltest dich entschuldigen, aber du trägst doch XS. Da brauchst du doch nicht sein Shirt. She wants your shirt, man. She wants your shirt. Yeah. Later. Maybe later. Das Problem, er kann es dir nicht geben, wir haben es ihm geliehen. Genauso wie in Italien. Basti, komm, geh einfach mal vor auf das. Ja, wir kommen irgendwie nicht mehr zum Punkt, was wir jetzt machen wollen. Genau, wir singen diesen Song jetzt für euch und wenn ihr den Text kennt, ja, macht einfach mit. Ist doch ganz einfach. Das ist hier wie bei DSDS, so ein X, auf das man sich stellen muss. Das ist eine Falltür. Achso, ja. Wenn du versagst, drücke ich den Knopf. Warum, warum hat man das bei keiner Castingshow bisher eingeführt? Die Falltür der Schande. Gut. Okay. Der arme Mann, der hat die Sendezeit dann sehr kurz. Ja. Aber es wäre sehr lustig. So, ihr seht, Basti macht sich schon locker. Basti macht sich locker in der Hüfte. Jetzt ist die Hüfte. Also ein bisschen in the feeling kommen, ja. Basti, der Oberkörper ist noch ein bisschen steif. Kannst du da noch ein bisschen... Ja. Alright. Auch das ist schon gut. Jetzt? Okay. Der Nacken auch noch hinziehen. Das war nicht dicker. Danke. So einfach geht das? So leichter geht das heutzutage, bei DSDS wird es auch immer leichter. So, alright. Well, that's one for the money. Vielen Dank, die schöne Arme. Ciao. Also jetzt werden aber alle gesegnet, praktisch. Gestern online abgeschlossen, diesen Segnungskurs. Oh, pass auf, jetzt kommt hier. Was muss ich sagen? Leipzig? Latsch? Latsch? Ein Schwabe lernt Sächsisch, das finde ich super. Schwierig für Schwaben, bitte. Verurteilt mich nicht.
Das ist jetzt mal wie Basti. So kacke sah das aus. Schlimmer. Ist das jetzt Mariah Presley? Ja, ich bin so mein Scheiß. Ich hab schon meine Zeile vergessen. Two, es fängt an mit Two. Bist du gerade? Komm mal, Surfer, wir haben Sam, dreht gar nicht ab. Sam, am 15. Juni spielt ihr Johannes Oerding. Bis dahin müsstest du fertig sein. Ja, September. Das krieg ich hin. Wo hast du das? A two for the show. Ich auch, Herr Fieler. Danke, danke, danke. Warte mal. Danke, Fieler. Thank you. Ich scheine einfach Applaus zu bekommen, wenn man ein Stück nach vorne geht. Aber ich muss mich leider umdrehen. Das tut mir wirklich sehr leid, dass ihr jetzt nur meine Rückansicht genießen müsst. Hast du da rangezoomt? Man kann mich auch als Nacktputzer buchen. Dann sprühe ich Glasreiniger auf meine beiden Pobacken. Oh Gott, hier sind Kinder im Publikum. Ja. Wem wichsen Scheuermilch? Das ist jetzt hier Augen auf bei der Berufswahl. So, spürt ihr das? Nein. Sag mal, spürst du das? Ich spüre es nämlich leider nicht mehr. So. Hier, dieser Bohlen hinter dir redet gerade mit dir. Sie redet wer überhaupt mit meinem Arsch? Das stimmt. Ich kann sie nicht sehen, also kann ich sie auch nicht hören. Hey. Kann ich noch mal kurz, um welchen Song geht's egal? Naja. The three to get ready. Blue sweatshirt. You can do anything, baby.